Wer diesem Schiff mit blutrotem Segel begegnet, ist dem Unglück geweiht. So prophezeit es die Legende des Fliegenden Holländers. Eine Oper, in der fast immer ein Monsterschiff aufgefahren wird auf der großen Theaterbühne. Deshalb ist es überraschender, was sich eine Schauspielcrew aus Brandenburg ausgedacht hat. Hier kommt die Bühne aufs Schiff. Und zwar nicht als Hochkultur, sondern als Kunst mittendrin im Alltag der Leute. Wie hier in Prinz Erbe an der Havel, wollen sie Flagge zeigen für die, die auf dem Land leben und oft weit weg sind von großem Theater. Gret von Petersdorf über das Glück auf dem Theaterschiff mit Ü. Der Auftritt in Premnitz ist vorbei. Es geht wieder an Bord. Das Theaterschiff Traumschiff oder auch Genossin Rosi legt gleich ab, samt ehrenamtlichen Helfern und Schauspielern. Ich hätte gerne David vorne als Matrosen bei mir und eine zweite Person mit etwas Kraft für den Pfahlanker. Die Bordsprache ist forsch, Gangway und Anker sind schwer. Die ausgebildeten Schauspieler werden jetzt zu Seeleuten. Das Theaterschiff fährt von Ort zu Ort die Havel entlang. Heute geht es von Premnitz nach Prinz Erbe. Kommt ihr Dienstag zur Theatervorstellung nach Prinz Erbe? Oh, Prinz Erbe. Und euch Kleider rüberwerfen. Zuschauer gewinnen, wo es nur geht. Das Schiff wurde extra als Theaterschiff gebaut. Das Team ist eine Genossenschaft mit Anspruch. Kultur vor Ort, auch wenn er noch so abgelegen ist. Hans-Jürgen liegt auf der Bank. Elfi wird für den Auftritt zurechtgemacht. Da verheddern sich manchmal so ein paar Sachen. Aber jetzt bist du spielbereit, oder Elfi? Ja, jetzt geht's. Kein Hamlet, kein Faust, sondern das reale Leben auf dem Land. Daraus entstehen die Stücke. Da kommt der Schweiß und man ist aufgeregt und fragt sich, ist es einem jetzt gelungen, dieses komplexe Thema wie medizinische Versorgung im ländlichen Raum, Wendezeit, jetzt Kommunalpolitik, ist es einem gelungen, sich dem auf Augenhöhe zu nähern? Die kulturelle Näherung scheint zu klappen. Jürgen Patzlaff, Kapitän der Binnenschifffahrt im Ruhestand, wartet schon. Schön, sich zu sehen. Es ist das 7. Jahr Station in Prinz Erbe. In seinem Museumsschiff hat er eine kleine PR-Abteilung fürs Traumschiff. Wir haben ausreichend Werbung gemacht. Haben auch jetzt heute noch in der Zeitung. Nicola, hier. Werbung für euch. Hinter den Fenstern Eintritt frei. Dagmar Senze hat gekocht, wie in den letzten Jahren auch. Die Magdeburgerin legt ihren Urlaub so, dass es passt. Vor 5 Jahren lernte sie zufällig Schiff und die kontaktfreudige Crew kennen. Das Wichtigste, kommt doch mal vorbei. Wir spielen hier. Und ich dann, okay. Und dann bin ich hierher gegangen und dann habe ich irgendwie so angefangen mit Kichererbsen und Erbsensuppe kochen. Auf Prinz Erbe. Soundcheck klappt. Sonne scheint noch. Helga und Bertolt Schüler sind schon da. Man muss sich nicht in Schale schmeißen. Ja. Frisch, fromm, fröhlich, frei kommt man hier so anspaziert. Es kommen mehr als gedacht. Über 100. Theater auf dem Schiff, gerade ein paar Meter von zu Hause entfernt, das zieht. Thema: die ärztliche Versorgung auf dem Lande. Komm mal. Ja, bitte? Ach, Elfi, hallo. Nein, gerade ist es schlecht. Ich habe noch das Wartezimmer voller Patienten und noch eine halbe Stunde Sprechstunde. Genau, bis später. Die Hiobsbotschaft, die das Publikum aus dem realen Leben gut kennt: die Ärztin will aufhören. Und der Sohn, der mag Start-ups, keine Stethoskope. Es wird mit der Praxis in einer etwas anderen Form weitergehen. Aha. Um genau zu sein, in moderner Form. Aber... Und so zwar digital. Aber mit Call a Doc, der Arztpraxis von morgen. Wie aus dem Leben gegriffen. Es war so mega. Vor allen Dingen die Unterhaltung zwischen der Ärztin und ihrem Sohn. Wie mit meiner Tochter. Ja, sehr wichtig. Ja. Sehr wichtig. Gerade für so eine kleine Stadt wie Prinz Erbe ist das schon schön. Ja. Das Pritzerber-Paar geht zufrieden nach Hause, sind ja nur ein paar Minuten Theater vor Ort, fern von allen Metropolen. Die Bänke verschwinden wieder, man macht klar Schiff, es geht morgen weiter, nächstes Ziel ist Plaue.